My mother said to me, you have so many dreams, but the dreams you cannot realize. So you need no dreams, you need no emotions, you need no revolutions, 'cause all that you need is just luck and someone to love, that's enough, na 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 na. So I grew up and got married with the eldest girl in our town, but she was rich and so well-dressed. She said, dreams to make true is so easy, honey. All you have to do is to run and earn money, 'cause all that you need is just luck and just me to laugh, that's enough. Now I'm old, I'm very old, and grow older and older. Everybody loves me and is knocking on my shoulder. My children are so cute, my car is so new, my wife is still good to show, my girlfriend does nobody know. So there's for me only one stress, for me only one stress, for me only one stress. The death, it's my stress, I've one stress, it's a death, yes, yes, yes. The death, it's my stress, yes, yes. Publikumsdiskussion. Meine Damen und Herren, was hat Ihnen gefallen? Was nicht? Wo stehen Sie gerade? Was ist Ihnen wichtig? Wer möchte anfangen? Ich kann gerne anfangen. Also ich bin jetzt dann schon doch sehr alt. Ein bisschen bei mir zu alt für Krise eigentlich. Zumindest Midlife-Krise ist einfach schon vorbei längst. Jetzt bin ich wirklich, heute Nachmittag war ich völlig fertig. Wirklich, es war unglaublich. Heute Nachmittag habe ich mir gedacht, jetzt bist du wirklich alt. Ne? Da wollte ich meine Kinder anrufen und komme drauf, ich habe keine. Sofort Knoblauchtabletten genommen. Nicht? Dann ist mir natürlich alles gleich wieder eingefallen. Meine Frau und ich haben mir von Anfang an gesagt, keine Kinder. Lang vor der Scheidung, Gott sei Dank. Dann haben wir gesagt, keine Kinder. Für die Umwelt. Nicht? Ja, wir wollten da was machen und haben gesagt, man kann nicht immer nur über Geländewagen reden. Kinder erzeugen auch CO2. Und haben dann schon noch kurz überlegt, was wir weglassen, Auto oder Kind. Haben uns eigentlich dann relativ leicht entschieden, ja, weil man mit den Kindern nicht so rasch wohin kommt. Wir haben einfach so überlegt, haben gesagt, okay, irgendwie Kinder bringen es nicht wirklich. Nicht? Kinder bringen es nicht. Schlafen kann man nie.
Am Anfang schreien sie in der Nacht, später sind sie weg in der Nacht, nie ist er ruh. Am Schluss erben sie alles, stecken die ins Altersheim, besuchen die nicht. Also rein kosten-nutzen-technisch, preis-leistungsmäßig Kinder, kein Must-Have. Ja, ein Can vielleicht, aber kein Must. Sie schauen ein wenig traurig gerade. Nein, natürlich schaut sich immer gerade von einer völlig anderen Seite, kannst du das genauso anschauen. Nicht? Aber wir haben Kabarett. Kann man nicht was von zwei Seiten anschauen, das ist dieser Kunstform nicht möglich. Nein, ich weiß schon, Sie denken wahrscheinlich, was ich an irgendein schönes Erlebnis. Weihnachten zum Beispiel ist wahrscheinlich schöner mit einem Kind, das kann sein. Nicht? Erste Weihnachten, oder? Oder eher zweite Weihnachten, oder? Erste Weihnachten ist das nur ein Baby. Zweite Weihnachten dann. Bitte? Eher zweite Weihnachten, ja, ich denke mal so. So zweite Weihnachten, wenn. Ich weiß es nicht, aber ich stelle mir halt vor, es ist Bescherung plötzlich stapft so ein kleines Zwergerl ins Wohnzimmer und bleibt völlig angewurzelt stehen da mitten und schaut einfach mit riesigen Augen nur auf den Baum die ganze Zeit und schaut und hört nicht auf zum Schauen. Und du erlebst Weihnachten ein zweites Mal zum ersten Mal. Naja, scheiß drauf, ich sehe nicht so oft Weihnachten, oder? Man kann sich ansaufen, also man hat Optionen. Ja, es ist vielleicht ein bisschen blöd, wenn ich Ihnen das am Schluss sage, aber es ist manches enttäuschend im Leben, muss man ja wirklich sagen, oder? Manches, oder? Schon, oder? Schwer enttäuschend. Die Kinder, die Liebe, die Ehe, die Akropolis. Ne? Immer ist alles ein bisschen kleiner und dreckiger wie im Prospekt. Das, wie soll man sagen, das Leben verliert dadurch, dass man es kennenlernt. Das ist gelungen, das merke ich mir. Nein, mit meiner Frau und mit mir, das war echt, das hätte echt keinen Sinn gehabt. War nur Krach. Bei der Hochzeit war es schon ein Riesenkrach. Pohoho, Wahnsinn, wahnsinnig romantische Hochzeit, Wachau, Barockkirche, super. Übrigens, das möchte ich dazu sagen, weil die haben gerade so ein bisschen einen schlechten Ruf. Ich möchte wirklich ernst dazu sagen, ich bin getraut worden von einem schwulen Pfarrer, der sich offen bekennt, ja wirklich, und ein toller Mann ist. Also die Predigt war sensibel, gescheit, gefühlvoll mit Hirn. Es war, ich habe bis heute diese Predigt nicht vergessen. Ein toller Mann, wirklich. Super Typ. Das wollte ich einfach auch sagen. Ja, und ich bin in der Nacht dann noch beim Pfarrer geblieben und da war so ein bisschen ein Schatten in der Beziehung, eine gewisse Distanzierung. Wir haben dann bald getrennte Schlafzimmer relativ bald gehabt, dann später sogar getrennte Wohnzimmerbereiche, getrennte Badezimmer, getrennte Toiletten sowieso, getrennte Vorzimmer später. Also im Grunde habe ich mir dann gedacht, Moment, das sind eigentlich zwei Wohnungen. Ich wollte es nicht wahrhaben, aber es waren zwei Wohnungen. Nein, das waren zwei Wohnungen. Eine in Wien, die andere in Hamburg. Also es war überhaupt nicht. Es war keine menschliche Nähe mehr, keine wirkliche Intimität war nicht mehr. Nicht. Wir waren bald per Sie dann auch schon. Da habe ich den Namen vergessen. Also es war nicht mehr so. Wir haben uns selten gesehen. Einmal haben wir uns zufällig getroffen auf der Straße. Ich hätte sie gar nicht erkannt. Meine Frau hat mich angesprochen. Ja. Meine Frau hat zu mir gesagt, du bist schuld, habe ich gewusst, das ist meine Frau. Ich habe zurückgeschrien, wir sind bei Sie. Ja, ich meine, schwierig. Sie wollte immer was anderes wie ich. Wenn ich was wollte, wollte ich garantiert wollte ich genau das Gegenteil. Ne? Zum Beispiel, sie wollte ja bei mir sein. Und ich wollte nie bei mir sein, wenn die dabei war, wirklich nicht. Ne? Durch wieder Alkohol. Und es war eine Spirale. Es war auch wirklich,
weil sie immer da war. Ich meine, mir ist klar, in einer Beziehung ist hier und da wieder da. Ja. Aber was die da war, die war dermaßen da. Die war lang da, kurz weg und schon wieder da. Was? So da. Teilweise im selben Raum, wo ich sage, muss auch nicht immer sein. Ne? Im Hochsommer lehnen sie sich am Sofa an, ja, gerade an die Flächen, wo man so schwitzt. Ne? Im Hochsommer, ne? Dann legt sie die Hand aufs Knie, so wie es immer nicht best, das piekt, gib die Hand weg. Ne? In aller Liebe, bitte, das piekt. Wow, ja. Dann wohnen sie wieder, ja, super, dann piekt es noch mehr. Ja, wir versöhnen uns, dann versöhnen wir uns wieder, dann kleckert es mir an mit ihren Körperflüssigkeiten und streicht mir immer über die Haare. Das geht so herum. Ich habe empfindliche Haarwurzeln. Ja? In der Richtung ist es wunderbar. So, au, so tut es weh. Und du tut so umeinander. Und ich habe gesagt, entschuldige, ach, das ist doch auch Liebe. Verdammt noch einmal, wenn du dann merkst, in welche Richtung. Du Trampel, habe ich nicht gesagt. Ich hab's nur gedacht. Das tut so umeinander. Dann müssen an meiner Schulter einschlafen. Dann zur Versöhnung immer an meiner Schulter einschlafen. Ich hasse es. Ich liege eh schon so da, ja? Weil ich das so hasse, der Schädel, der liegt da und drückt auf die Brust und du kriegst keine Luft und die Haare in der Nase und Kreuzweh, du schwitzt wie eine Sau, die Bandscheiben kommen hinten raus. Aber du wirst dich in dem Moment natürlich nicht bewegen, sonst wird sie munter und will reden. Ja. Danke. Danke, danke, meine Damen und Herren. Wirklich, glauben Sie mir, es bedeutet mir so viel, dass Sie in der Sache emotional so hinter mir stehen. Wirklich. Ehrlich. Wirklich, das gibt mir so viel. Ich kann es Ihnen gar nicht sagen. Schauen Sie, ich habe auch meine Krisen. Ich habe Momente, wo ich nachdenke und man denkt, vielleicht, Josef, vielleicht liegst du falsch. Vielleicht sollst du was ändern an deinem Leben. Und da geben Sie mir diesen Rückhalt. Nein, Josef, passt, mach weiter. Ne? Oder Sie sind nur froh, weil ich bin und nicht Sie. Könnte auch sein. Ne? Weiß man nicht. Das findet man halt nicht mehr aus. Naja, langsam. Das ist auch schwierig am Schluss, ne? Was machst du genau? Ich kann ja nicht jedem die Hand geben. Gibt kaum einen Satz, der für jeden passt, ne? Oder für jede. Und für jedes. Was sagt man da? Wir können die Erde nicht mit Leder bedecken, also ziehen wir einen Schuh an. Ja. Reißt sie nicht vom Hocker. Aber es ist so schwierig. Was sage ich Ihnen? Was Ihnen ein bisschen hilft. Das ist vielleicht nicht schlecht. Beim Duschen in der Badewanne. Duschvorhang immer innen, nie außen. Ich glaube, das lassen wir, oder? Das passt.